Hallo zusammen. Willkommen zum Einstiegsvideo Technische Zeichnung. Heute geht es darum, was ist eine technische Zeichnung, wie funktioniert diese ganz grob und für was brauche ich die eigentlich? Hier könnt ihr mal ein Projekt sehen, mit dem ich gearbeitet habe. Das hier ist ein Modell eines Motors, den es früher so gab und der funktioniert auch. Eure Aufgabe? Baut mir diesen Motor nach. Das werdet ihr nicht hinbekommen. Höchstwahrscheinlich nicht nur, weil ihr nicht alle Arbeitsschritte wisst und wisst, wie das geht, sondern weil ihr auch nicht die Maße wisst und nicht wisst, wie groß die Einzelteile sind und wie sie zusammengehören. Genau das können wir mit der technischen Zeichnung erreichen. Am Ende kann jeder, der eine technische Zeichnung lesen kann und weiß, wie man mit den Materialien umgeht, einen solchen Motor auch nachbauen. Genau das ist das Ziel der technischen Zeichnung. Das können dann nicht nur wir in Deutschland, sondern das können die Leute auf der ganzen Welt. Wenn man eine technische Zeichnung lesen kann, kann man diesen Motor so auch nachbauen. Hier könnt ihr den Motor, den ich euch am Anfang gezeigt habe, als technische Zeichnung sehen. Erstmal ziemlich verwirrend. Wenn ich nun umblätter, wenn ich euch nun dieses Bild zeige, bringt das auch nicht arg viel mehr Aufschluss. Viele Zahlen, eine komische Zeichnung, ganz viele Informationen, aber was genau das ist, kann man nicht erkennen. Am Ende der Einheit könnt auch ihr solche technischen Zeichnungen lesen und wisst, wie das funktioniert. Wir werden das Schritt für Schritt bearbeiten. Ein dreidimensionales Werkstück hat immer drei Ansichten, die wichtig sind. Die Vorderansicht. Hier zeichnen wir alles, was wir von direkt vorne sehen können. Die Seitenansicht. Wir nehmen das Werkstück, drehen es auf die Seite und zeichnen alles, was wir von dieser Seite sehen können. Und die Draufsicht. Hier wird alles gezeichnet, was wir von oben sehen können. Das sind die drei wichtigen Ansichten einer jeder Zeichnung. Die werden in der Technik immer gezeichnet.